Ja, hier oben war noch irgendwie ein Gebiet, wo wir nicht lang gegangen sind. Die links, ne? Ja. Gehen wir mal eben hin. Vielleicht hat da wieder irgendjemand seine Pause gemacht und seinen. Ah! Alles gut. Alles gut. Ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass. Dass. Also nicht, dass da nichts ist oder so, aber dass wir hier einfach lang müssen. Interessiert mich jetzt gar nicht, ob das irgendwie. Total langweilig jetzt die Strecke. Und ich glaube, an ein paar Passagen kommt man auch nur mit dem Schneemobil durch. Ja, ja, irgendwann kommen also diese typischen. Diese Rampe oder irgendwie über so eine Schlucht. Ein weißer Bettbohr. Gleich noch irgendwelche Wachen. Ich fahr mal geradeaus. Das ist bestimmt so eine so eine Rampe. Ja, genau. Da sind wir jetzt rüber gejumpt. So. Also die Steuer sieht noch bescheuerter als die anderen Dinger, weil ich meine, die anderen Dinger haben sich bis Tastatur gelenkt. Und die jetzt. Was zur Hölle? So, du hast Handkantenschlag. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, wir müssen langsam uns nähern und erst sind ganz links mit dem Soll Raketenwerfer. Soll ich mal den Raketenwerfer probieren? Das ist eine gute Idee. Oh, falsche Tasten. Also wir müssen erst über die Rampe und dann. Dann speichern wir nochmal und dann. Ja. La la la. Ich hätte auch einfach drunter daherfahren können und alles wäre gut, aber. Wir wollen ja schließlich jeden. Keine Zeugen. Genau. Jeden bedienen. Was ist jetzt, wenn du jetzt bremst? Ach guck, das lässt sich doch mit Tastatur steuern. Das hat bei dem Testen, meine ich, gar nicht so geklappt. So, stopp. Ja, warte, komm. Letzten 10 Meter. Okay, speichern. Das war so ein extra. Ich frag mich halt, ob wir das noch in irgendeiner Weise brauchen. Und dann nimm am besten gleich das Zielfernrohr für den ganz links. Ja, der Typ ganz links mit dem Raketenwerfer. Wo ist denn mein. Da. Ja, nimm den erst links mit dem Raketenwerfer. Halt ein bisschen wichtiger. Voll daneben. Ja. Ich dachte, ich könnte das Auto in die Luft jagen und alles ist gut. Ja, egal. Vielleicht kommen wir ja noch mal quer da oben drauf. Ja. Weiter geht's. Miau. Guck mal, ob welche runtergefallen sind. Ja, ja, bestimmt. Auch wieder so eine unbefestigte Brücke ohne Geländer. Wie zufällig hier, dass du schlauchförmig bist. Lass euch. Speichern? Mehrere Schüsse dann aber. Ich glaube, die streuen so ein bisschen. Schade. Stirbt der? Der stirbt, ja. Ja. Na? Da hätte uns fast einer getroffen. Okay. Fahren wir nochmal drüber und sagen wir. Da war aber noch ein Dritter, oder? Ja, ich glaube schon. Also. Was macht denn der? Er wartet auf seinen Tod. Komm, überfahren wir den einfach. Ich glaube, der ist schon. Ich glaube, der ist jetzt so.
Muss ich extra aussteigen, damit ich seine Sachen einsammle. Wir haben vor allem Munition. Wir haben genug. Ja, dann müssen wir doch mal hier, Nimm doch mal das Gewehr, was die auch haben. Ja, ich war gerade mit den Zahlen ein bisschen... Ich habe immer auf 3 gedrückt. 6 oder 5. Ja, ja. Beim nächsten Mal. So. Gehen wir hier hoch. Scheiß giftigen Pfeile loswerden, ey. Brauch keine Sau. Hat das irgendeinen Mega-Effekt, dass sie giftig sind, die Pfeile? Ich finde immer irgendwie mehr Fehl am Platz. Also Pfeile, sag ich schon, die giftigen Patronen. Keine Ahnung. Ich finde die mehr Fehl am Platz als das Super-Agenten-Gadget. Da ist ein Turm, links. Ja, da könnte uns einer schon sehen. Verdammt. Ich hatte doch tatsächlich was. Ah, der Typ. Verdammt. Kurz vorm Tod wieder. Du bist schuld. Ja. Nein. Wieso ist hier kein Verbandszeug drin? Geh auf. Aufwärmen. Oh, finde eine warme Stelle. Wir haben ja Schweißbrenner da. Ja gut, da kann sich aber nicht aufhören. Schreck mal runter und geh rechts hoch. Es ist nur ein Generatorgebäude hier hinten. Für was eigentlich? Für den Zaun. Geheimnis! Wieso hatten die jetzt hier explosive Fässerlager? Oh, kann man da raufglitschen? Ich will es nicht ausprobieren. Eigentlich coole Wolken, Raucheffekte, ne? Das sind Texturen, die. Texturen, sich die immer zu einem selber zeigen. Ja. Aber effektiv. Ja. So, dann gehen wir mal hier lang. Feiern. Wir haben jetzt ganz wenig Leben. Und Unity hat vergessen, in ihrem Erste-Hilfe-Pack Bandagen zu packen. Wow! Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht auf mich selber aufpassen kann. Das sah aus wie in der Stelle, wo wir schon mal waren. Wollen wir mal gucken. Haben wir hier schon? Bestimmt sind wir hier in der Straße. Oder ist einfach nur so aus Optik. Da waren meine Fußabdrücke in der Luft. Ja. Das öffnet sich, das heißt Gegneralarm. Da unten stehen welche sogar. Guck mal, wer von den beiden einen Raketenwerfer haben könnte. Dafür war das Fernrohr. Jo. Welche Waffe war das? Die AK? Die 7. Ja, ich weiß gar nicht. Wenn man sie nicht einsammeln kann, dann haben wir da alles schon von. Ich dachte, ich bin da nebenbei gefahren.
Was ist hier rechts über uns? Sieht aus wie Sonne. Vor uns. Kannst du die fliegende AK. Ja, die ist echt gut. Kannst du die abknallen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich geh mal einfach da drunter. Vielleicht ist einfach nur die Grafik. So. Rattam, rattam, rarattarara. Rattam, rattam, rarattarara. Muss doch mal langsam so eine Ohr. Verdächtig. Minen. Sie sind das Minen? Haben wir nicht unsere Brille mit? Ja. Guck mal, was rechts ist. Da geht's irgendwie hoch. Kann ich die auch nutzen, wenn ich Auto fahre hier? Nein! So eine Brille, die muss man in den Händen halten. Hier oben war da auch was am Blinken. Ja, das ist einfach dasselbe Gebiet. Okay, lass uns mal eben kurz eine Route. Einfach hier. Hier einfach geradeaus. Okay. Ich finde diese Fahrtenlevel an sich total eintönig zum einen, aber auch irgendwie voll chillig. Guck mal wieder, ob da einer ein Gewehr hat oder einen Raketenwerfer. Der ist ein Sniper. Geh am besten selber ein bisschen links, rechts. Yay, Loot ist runtergefallen. Oh, dein Bruder ist da. Noch mehr Loot. Auf derselben Stelle. Jetzt ist es schön zum Hintereinander aufsammeln. So. Teilt sich der Weg. Egal. Geht wieder zusammen. Das gefällt mir nicht. Gleich kommt wieder irgendwie so ein Helikopter an und ballert uns hier rüber weg. Ja. Speicher mal wieder. Geht's jetzt hier links hoch oder wo kommt hier eine Rampe? No, no, no. Ich glaube, da waren irgendein. Wir können da rechts. Nein, rechts am Rand bleiben die ganze Zeit und hinten geht's wieder runter. Alles gut, alles gut. Ja. Oh. Da war auf jeden Fall einer, der geschossen hat. Es war wirklich ein Haufen Vollidioten. Die haben uns nicht gehört jetzt. Total laut am Schallen. Wovon redest du? Das ist mein Ernst. Ich war die Person, die das Ganze zusammenhielt. Als ich ging. Oder? Oh, warte. Hep.
Ja. Okay, fahren wir doch hier lang. So, ganz elegant wie vorher. Mhm. Genau so. Kannst du die nicht einfach jetzt abknallen? Durchs Maschendraht. Ich vertraue dir jetzt mal ein kleines Geheimnis an. Ich habe diese Organisation ruiniert. Wovon redest du? Das ist mein Ernst. Ich war die Person, die das Ganze zusammenhielt. Als ich ging, fiel alles auseinander. Da habe ich aber was anderes gehört. Ja, es sind jetzt so. Okay. Mal nochmal speichern. Bzzzt. Okay. Naja. Ziemlich lausig gerade unsere Vorführung. Hey, total. Aber wir haben es jetzt so lange nicht mehr gespielt, und teilweise verlernt man das halt. Nicht hier irgendwas zum Abschalten. Hat eine eigene Powerstation an irgendeiner Hütte. So weit ins Level vordringen mit dem Schneemobil, wie es geht. Wir brauchen Heilung. Scheiß Rüstung, ey. Ich will keine Rüstung. Mann. So. Ich pack. Nur am besten wieder Schneemobil. So weit rein wie geht. Man hört uns auch nicht. Das ist gar nicht mehr so vorgesehen. Oh, das steht da nicht. Wahrscheinlich auch ein zweiter. Ah, doch nicht. Hoverboard. Geh mal ein Stück vor und guck, ob da Weg frei ist. Ich will leben. Nee, sag's nicht. Super, kannst du. Dreh dich mal und steig wieder rauf, dass der mit. Nein, nicht drücken. Steig mal wieder auf das Ding, aber mit. Dass der dann nachher rausguckt. Und jetzt kannst du wieder verlassen. Jetzt kannst du das machen, was du machen wolltest. Ja, hoch. Ja. Oh. Oh. Ist ja gemein. Fahr mal wieder runter. Was passiert? Nee, komm. Okay, speicher mal auf einen richtig fetten Speicherstand. Szene 4. Dann kann es ja nicht mehr dauern, ne? Oben im Turm noch mal. Da oben steht noch jemand. Oder? Okay. Wo? Achso, der Timer war jetzt wegen der Wärme gewesen, ne? Wo wir ja vorhin sind. Ja. Nein, Sir. Boah, ich. Leiter hoch. Oh scheiße, da ist bestimmt was. So. Jetzt kommt aber die Leiter nicht mehr runter.
Die haben hier die Leiter hochgezogen. Hast du gerade gesehen? Die haben gesagt, Leiter hoch schnell. Oh, wenn da jetzt was ist, ich würde lieber laden. Meinst du echt? Ich könnte mir vorstellen, da ist irgendwie was Wichtiges. Haben wir Granaten? Nee. Dann würde ich jetzt vielleicht hier links so leise vorgehen wie möglich. Vielleicht auch mit einer leisen Waffe. Nice. Theoretisch dann nachher nur noch der im Turm. Aber wir müssen aufpassen, da sind es vielleicht noch der mit der Leiter. Ja. Unten. Ah, verdammt, war noch nicht. Okay, jetzt egal was ist. So. Leiter hoch, schnell! Oh. Oder gibt es hier die Möglichkeit mit einem mit unserem Seil da zu kommen? Ich glaube, da ist einfach nichts. Ich sehe da auch nichts. Ne. Okay. Wäre so ein geiler. Vielleicht eine geile itemmäßige Überraschung gewesen. Ja. Goldene AK oder irgendwie so ein mega Scheiß. Aha, der geheime schwarze Schlitz. Schnell, wir müssen ihn aktivieren. Guck noch mal in den Schlitz rein. Wenn du jetzt ganz genau hinguckst. Na, also, okay, jetzt reinzoomen. Boah, ist das dunkel hier. Echo! Mach mal Licht an. Oh, Feuerzeug. Boah, voll die Schätze. Okay. Sehr sicherheitsmäßig am Klingen. Kann man da hochgehen? Auf den Seil? Ich will jetzt eigentlich nicht. Komm. Wir haben es ja. Wahrscheinlich ist man da nur weggedrückt. Ja, kann man gar nicht hoch. Okay. Action. Was wäre, wenn wir jetzt nicht reingegangen wären? Mal die 7. Wenn ich wette mit dir, wir kriegen gleich irgendwie auf der Hälfte der Fahrt noch Besuch. Aber jetzt, das ist jetzt diese. Ne, das ist aber jetzt. Das ist dieses, die Zwischenstation. Das, ja, nee, das ist der Service. Das ist dieser Service-Ding. Hat dies auch eine Zwischenstation? Weiß ich nicht. Okay. Ah. Juhu!